bleiben wir alle ein bisschen am Boden. Alter Falter, euch ist das wurscht, gell? Wir schauen jetzt da runter. Herzlich willkommen zum Gipfeltreffen. Heute ist mein Gast DJ Ötzi, der eigentlich Gerhard Friedli heißt. Gerry Friedli, und ich glaube, so möchtest du auch angesprochen werden, gell? Gerry, grüß dich, schön, dass du dabei bist. Wenn's dir passt, war super, wenn man, ja. Du, da wär nicht der Gerry. Ja. Ja, ist auch cool. Weil DJ Ötzi einfach ein Label ist, oder? Ein Arbeitsname. Ja, Arbeitsname. Ich meine, das gehört genauso zu mir, aber ich... Wir sind jetzt ja nicht als. Ich hatte ja mal Kappel auf. Das habe ich mich gewundert. Du hast deine weiße Haube nicht auf. Ja, bewusst. Weil einfach. Das ist eine private Geschichte. Okay. Ich zeige dir ein bisschen meine Heimat, wo ich momentan wohne. Ja. Und ich bin jetzt, glaube ich, schon seit 15 Jahren da. Aha. Und deswegen, glaube ich, auch. Du wohnst in Salzburg. Das ist über dem Berg drüber. Das ist ein paar Meter von da eigentlich. Das Luftlinie. Genau, Luftlinie werden jetzt, glaube ich, 500 Meter sein. Aha. Wunderschöne Gegend. Wunderschöne Gegend. Seit 15 Jahren bist du da? Ja. Und gern, oder? Ja, sehr gern. Bist du Salzburger geworden? Ich bin, wenn du mal Tiroler bist, bist du Tiroler. Du bist ja selber auch Bayer. Ich bin ein Bayer. München, ja. Geboren, glaube ich, Leipzig. Dann kann ich auch nicht zu dir sagen, du bist. In St. Johann bist du geboren, gell? Ja, in Tirol. Und du hast ja eine ganz verrückte Herkunftsgeschichte eigentlich. Ja. Weil deine Mama und dein Papa im Prinzip die gar nicht wollten. Ja, die Geschichte war so, dass das war so eine Nacht eigentlich. Eine Nacht, wo halt die zusammengekommen sind, durch einen Zufall. Und, also ein One-Night-Stand? Ja, genau. Und wie alt war deine Mama damals? Darf ich fragen? Ich weiß das gar nicht. Ich weiß nicht einmal, wie alt sie ist. Die sind 17 rum, also Blutjahr. 17, ja, oder 16. Ja, ja. Toll jung halt, ja. Und sie war ja ein Zimmermädchen. Ein Zimmermädchen, ja. Okay. Und hat einfach auch selber auch ihre Jugend sehr, sehr schwer gehabt. Jetzt hat sie mit dem echt schwer umgehen können, weil sie ja dem Vater erst 2 Jahre danach, in dem Sinn vom Jugendamt, bestimmen hat lassen, oder? Genau. Ach, verstehe. Also, der hat ja gar nicht gewusst, wer der Vater ist. Nein. Also, das heißt, die haben einmal miteinander geschlafen, sozusagen. Ja, genau. Und du bist rausgekommen. Mhm. Also, nicht wirklich. Du hast einmal geschrieben oder gesagt, ich war kein Kind der Liebe. Dann meinst du nein, das, oder? Das ist ganz weit weg, ja. Wie bist du dann aufgewachsen? Die haben dich weggegeben. Nein, ich war bei Zieheltern, weil sie einfach nur mehr der Blasen hat. Ja. Also okay. Der Blasen, sie war zu jung. Ja, sie war einfach zu jung. Also ich denke mir, dass es so ist, weil ich will mir es gar nicht anders erzählen lassen. Ja, so okay. Auf die Art, dass einfach, ja, du bist nichts wert, also geh weg. So habe ich echt lang gedacht, aber sie hat halt eben gemeint, dass es einfach auch mir besser geht, wenn sie mich zu der Familie gibt. Zu Pflegeeltern gibt. Die was echt da, wenn ich jetzt mich zurückerinnere, wahnsinnig oder sehr viel Liebe mir gegeben haben. Halt das war aber die frühe, ganz frühe Kindheit. Gell? Wie lange warst du bei den Pflegeeltern? Da war ich ganz jung, aber das war trotzdem die erste spürbare Liebe. Ja? Okay. Hast du deine Mama jemals kennengelernt? Hast du reden können mit ihr drüber? Ich habe vor ein paar Jahren mich getroffen. Wir haben miteinander geredet. Sie hat mir das erzählt, dass eben, dem Kind es besser geht, wenn es eben auch zu Zieheltern kommt und so. Ich würde das nie machen. Ja, du darfst das nicht machen. Ich kann es nicht verstehen. Weißt du, ich meine, das ist echt als Vater mittlerweile, ja, schon seit langem von der ich kann es nicht nachvollziehen, aber ich kann es ja nicht ändern. Weißt du, Mann? Und wenn ich es nicht ändern kann, dann muss ich es eben in dem Sinne auch so annehmen, wie es ist. Weißt du, Mann? Ja, das ist, vor allem stellen wir das Gefühl brutal vorher. Also wenn man mit der Mama, also mit seiner eigenen Mama nicht geredet hat drüber, wenn man weggegeben worden ist, das ist ja ein sehr verlassenes Gefühl, schätze ich mal, oder? Ja, deswegen war ich ja, glaube ich, halt, ich habe mich nur so wehren können. Das war lang danach, zwei, drei Jahre, habe ich mich nur über die Krankheit oder über Krankheiten in dem Sinne. Du warst viel krank als Kind. Ja, wehren können. Weil reden habe ich noch nicht kennen, beziehungsweise ich bin jetzt nicht so wahrgenommen worden. Aber wenn ich krank war, hat man sich um mich gekümmert. Ja? Okay. So auf die Art. Ja? Ja. Klingt jetzt alles ganz schräg. Aber nein, überhaupt nicht. Das klingt vollkommen nachvollziehbar. Weil die Geschichte danach, wo ich von den Zieheltern weggekommen bin, wo eigentlich mich dann die Großmutter oder der Großvater eben auch geholt hat und dann eben auch adoptiert hat, wie auch immer das geht, ich weiß es nicht.
Wie alt warst du, wo dann die Großeltern? Das waren die Eltern von deinem Papa, gell? Ja. Die väterlichen. Ja. Der Opa war Gendarm, Polizist. Okay. Und die Oma, ganz eine feine Frau. Wie alt wäre ich da gewesen sein? Die haben mich, glaube ich, abgeholt mit 3 Jahren oder 2 Jahren. Ja. Und dein Papa, der hat die auch nicht haben wollen, weil der hat das dann auch gewusst irgendwann. Nein, der wollte die Verantwortung nicht wirklich. Okay. Ja. Also, was war der vom Beruf oder was ist der gewesen? Der war DJ. Der DJ? Hat Friseur gelernt. Und weißt du, du musst dir das so vorstellen, der Gendarm, der Polizist, der will natürlich rechtschaffene Leute. Also ja. Und der hat halt rebelliert, mein Vater dem Opa gegenüber, dass er halt einfach auch einen Job gelernt hat, wo es um Friseur gegangen ist. Wollte nicht. Nein, ich finde Friseur ja gut. Ja, ich bin sehr froh, dass ich Friseur habe. Aber das ist nicht ganz so weit nice, dann sieht man dein Gesicht nicht. Also, so, etwas so. Genau so. Das war dann irgendwie ein Problem. Die zwei haben grundsätzlich auch ein Problem gehabt. Wirklich ein Problem. Das ein massives heißt, Problem. Das der Opa hat immer gemeint, ja, wirklich ein bisschen, aber über Jahre. Aha. Eigentlich bis zum Tod vom Opa. Und dieses Problem des Opas und Vaters habe ich in dem Sinn abgekriegt. Okay. Jetzt war, wie? Ja, in dem Sinn, dass einfach der Opa gemeint hat, dass ich gleich bin wie mein Vater. Okay. Das bin ich aber nicht. Wir haben gerade gefüttert, dass du Claudia heißt. Wie heißt du? Birgit. Ah, Birgit, sehr geil. Du, und dann warst du bei deinen Großeltern. Ja. Und das war, glaube ich, ein kleines Dorf, Ötz heißt das, gell? Ötz, ja. Daher auch der Ötzi, nehme ich an. Ja, durch Kann Zufall. Ja, Ötztal, Ötzi, ja. Irgendwie? Ja, ja. Was sind da so die ersten Beutel? Also wo du bewusst den kleinen Gerry, den Gerhard Laffer siehst, der später der Ötzi war. Du musst es dir so vorstellen, dass du, weil du eben nicht von da kommst, ein Zugraster bist. Als Kind auch schon? Als Kind, ja. Ja. Und sehr schmächtig. Warst also du? Nicht kräftig, ja, ja. Du warst schmächtig? Ja, sehr. Okay. Und schwächlich auch, also kränklich? Ja, durch das kränkliche Schwäche einfach ein Busch, der was nicht herflascht, sondern hergeflascht wird. Hergeflascht wird? Ja, weil einfach. Hergeflascht heißt, man es mal übersetzen für die Bayern. Hergefutzt. Hergefutzt wird, ja. Okay, ja. Der was nicht austeilt, sondern einsteckt. Das heißt, du bist da richtig verprügelt worden? Ja, schon. Hey, das hört sich alles nicht so wahnsinnig lustig an. Nein, ist nicht lustig. Nein, macht keinen Spaß. Aber erzähl mal, diese Krankheit, wie hat sich die Krankheit geäußert? Was hast du damals gehabt? Ja, ich war ein schwerer Epileptiker. Epileptiker? Ja. Das heißt, du hast anfällig, oder? Ja, ja. Man ist dann mit zwölf Jahren ist das ausgewachsen. Ist dann so verschwunden. Nennt man das, ja. Ja. War nicht so einfach, aber auf der anderen Seite bin ich ja so froh, dass mir so viel Negatives passiert ist. Das klingt jetzt blöd, aber ich kann ja heute mit solchen Sachen besser umgehen. Schau mal, wie schön. Wir sagen Marterle, ihr sagt's? Wir sagen auch Martal. Martal. Ich sag's Martal. Martal. Wir sagen ja Martale. Martale. Wunderschön, oder? Wahnsinnig schön. Jetzt ist ein Kraftplatz da oben. Ich sollte das nicht da oben sein. Ja. Du bist so ein Mensch, der an das glaubt. Gell? Diese, ja. Kraft, diese Kraft-Energie-Seiten. Ja. Ich arbeite nur mit Energie. Ja? Ja, weil viele, ja, du kannst das und du die Leute in Stimmung. So genau das. Also ich spüre das ganz anders. Ich spüre die Energie. Vorhin, wo wir losgegangen sind, da waren die Kameras nicht da. Hast du gesagt, danke, dass du auf der linken Seite gehst, weil die rechte ist die Kraftseite. Ja, genau. Ist das wirklich so? Ja, es ist wirklich so. Das heißt, du stehst jetzt auf der Kraftseite? Ja, genau. Das Martal steht nicht umsonst auf dem Platz. Sicher nicht. Sicher nicht? Sicher nicht. Bist du generell ein gläubiger Mensch? Ich bin schon. Ich hab eine ganz starke Verbindung mit dem Jesus. Also der taugt mir sehr mit seiner. Mit Jesus? Mit seinen Ansichten, was er gehabt hat, mit seinen. Alles. Gerry, dein Papa hast du nie gehabt, deine Mama auch nicht? Nein. Aber kein Problem war, weil die Oma da war. Weil die Wahrnehmung dessen, natürlich habe ich die irgendwie, will gar nicht sagen vermisst, aber wenn er da war mit seinen langen Haaren, lässig, die Kohle im Sack und immer die großen Autos gefahren, eigentlich nichts gehabt, sondern einfach immer nur aufgezeigt. Also, bei Dad. Ja. Aber für mich als Jugendlicher war das natürlich ein Hammer. Und, ja, klar. Und weil er halt einmal im Jahr vielleicht vorbeigeschaut hat. Aha. Aber dann auch nicht lange bleiben dürfen, weil der Opa eben gekommen ist.
Die zwei haben sich einfach nicht vertragen. Was für ein Spannungsfeld. Ja. Das kriegst du alles mit und deswegen. Meine Güte, das ist die Wahrnehmung. In Wahrheit war deine Familie deine Oma und sonst niemand. Ja, genau. Oder? Nur deine Oma. Absolut. Und jetzt, wo es gestorben ist, das ist ja dann für dich fürchterlich. Du bist ja eigentlich verwaist jetzt ein bisschen, oder? Ich habe mich wirklich Jahre bevor schon in dem Sinn vorbereitet auf diese Situation, dass das passieren kann, dass es eben auch, dass das auseinanderläuft. Mhm. Und durch das, dass ich einfach auch so eine starke Familie selber habe, jetzt mit der Lisa jetzt Marie und mit der Sonja. Deiner Tochter und deiner Frau. War das nicht mehr so ein großes Problem. Also, okay. Aber es war trotzdem einschneidend für mich. Also, ich war schlussendlich schon sehr traurig. Aber ich hab, du musst da Leid oder du musst da deine Lieben gehen lassen. Schau, da sieht man einen Gipfel schon. Ja, es ist. Ja. Jetzt, boah, Wind ist. Boah. Sache, bist du deppert, Alter. Bist du nervös vor Konzerten? Voll. Schon? Aber wie? Ja, aber die lieben die doch alle da. Ja, aber trotzdem bin ich nervös. Echt? Es rebelliert in mir. Was rebelliert? Ja, es rebelliert dessen, dass. Nein, ich will jetzt da unten bleiben. Nein, du gehst jetzt auf. Wow. Auf die Bühne da? Ich trau mich nicht, ja. Das ist schon. Vielleicht ist immer es noch, das gibt's ja nicht. Wenn man die sieht, ich kenne ja nur aus dem Fernsehen. Du kommst da raus wie ein Felsen und stehst dich hin und denkst, dem wo haut nichts um. Ja. Man denkt, das ist so ein Elefantenreiter, ja. Ja, du wirkst wahnsinnig tough. Ja, schon. Aber ich bin trotzdem vorher nervös. Es funktioniert ja nur deswegen, weil einfach ich dann aufmache. Ja. Und das bin ich noch verschlossen. Ja, schon. Ich mache den Aufwand und kann es total. Also diese Energie spüre ich dann enorm. Das heißt aber, dass die Konzerte letztlich eine Therapie sind für dich, oder? Auszugehen und sagen, ich bin da. Ich bin der Gary und ich bin am Leben. Ja. DJ Ötzi-mäßig am Leben. Ja. Das sind ja fast zwei Leben, zwei Menschen, oder? Ja, DJ schon. Ötzi ist ein ganz anderer. Ja, die zwei helfen sich gegenseitig. Die zwei? Ja, schon. Die zwei Garys? Ja, die helfen sich gegenseitig. Okay. Schau, jetzt kommen wir in den Wald rein. Jetzt wird's spannend. Steil, ja, ein bisschen. Jetzt wird's einfach ein paar Minuten ein bisschen steiler. Sag mal, wenn du so schüchtern warst, warst du als Jugendlicher dann auch mit Mädels schüchtern? Ja. Ja? Ja. Ich hab zwar immer hübsche Mädels gehabt. Immer. Aber ich war jetzt nicht. Weil ich mir immer gedacht, bevor ich mir einen Korb geben lasse, frage ich ja gar nicht. Ja. Wann warst du das erste Mal richtig verliebt, kannst du dich erinnern? Ja. Damals in die Tanja. Ja, schwerst verliebt, ja. Wie alt warst du? 14, 15 Jahre. 14 Jahre. Und da hast du dich dann schon traut. Weil das fällt ja noch rein, diese Zeit, oder ja, sagst, ich glaub, du da, ich glaub, das glaube ich eher auf mich zugegangen. Ja? Ja, ich glaube schon. Also natürlich bin ich auch eher auf sie zugegangen, aber. Aber du warst jetzt nicht so der Aufreißer-Typ in dem Sinne? Nein, war ich nie. Mhm. Also bin ich grundsätzlich. Und mit dir warst du dann auch gleich zusammen, oder? Ja. Weißt du noch, wie das war? Erster Kuss? Ja, war gut. War super, also für mich war es gut. Ja. Schau mal, sieht man auf der anderen Seite noch was. Du wirst lachen, dass ich mich jetzt da auf das Grat gar nicht aufgetraue. Nein, da brauchen wir nicht auf. Wir gehen da auf. Weil ich. Man glaubt das nicht, aber wirklich seit ein paar Jahren Höhenangst habe. Höhenangst? Kriegt erst, oder? Ich hab das früher nicht gehabt. Mir war das früher total wurscht. Aha. Aber da geht's ja links runter und rechts runter. Ja, da muss man nicht hin. Weißt du? Nein. Zack, gell? Ja, beim Tag, da ist nicht so gut. Und du hast echt Höhenangst, hä? Ja, ich weiß aber nicht warum. Hast du das nicht? Doch. Also bei steileren Sachen. Also früher bin ich zum Beispiel manchmal Klettersteig gegangen, das kannte ich jetzt nicht mehr gut. Okay. Hätte ich Angst. Nein, das ist nicht meins. Ah. Das ist gar nicht meins. Weil die Bühne ist ja in dem Sinne nicht so hoch. Ah, für manche schon. Ja, nicht für mich nicht. Nicht für die nicht, gell? Danke. Grüß dich. Hallo. Jetzt bin ich gespannt, was du sagst, weil jetzt sieht man gleich, da ist tot. Ja. Jetzt, boah, Wind ist. Boah. Schau, gell. Ja. Da ist da. Ah, geil, oder? Oh, mein Sturm. Spinnst du? Ja, spinnst du. Der Wind, ha? Schau mal. Da wohnst du.
Da drunter. Ja. Da drunter, links? Da drunter, ja. Echt, oder? Genau da drunter, also über den Hügel rüber. Boah. Wie ist das jetzt für dich mit deiner Höhenangst und mit Sturm und so? Ja, schwierig, oder? Angenehm ist nicht. Ah, nicht, oder? Die Aussicht ist super. Kannst du was genießen oder ist dann denkst du, wow, wow, wow? Ja, ist schwierig. Weißt du was, dann gehen wir nicht auf den Gipfel, weil da pfeift der Wind jetzt ganz fürchterlich. Dann hocken wir uns da hinten irgendwo auf dem Platz, wo es ja, nicht ganz auf. Ja. Machen wir das? Ja, okay, super. Pass auf. Mensch, es tut mir so leid, dass alles du so gut, alles ist gut, alles gut. Aber zach ist schon, gell? Ach, du, 8, 9 Windstärken, was hat denn das? Ja. Schau mal, das ist heute unser Gipfel. Okay. Und ich gratuliere. Ich gratuliere. Oh, okay. Hey! Wow! Zocken wir uns da her? Bist du da oder da her? Ich auf den Buckel da her, wenn das geht. Also einfach da her. So machen wir's. Schau her. Dir macht das gar nichts aus, gell? Jetzt noch nicht. Also wenn ich jetzt ganz vorne an der Kante. Schon, gell? Ja. Sehr ehrlich. Da, ehrlich, da ist der Ambros hat mir gesagt, da kriegt man Eier sausen. Ja. Da zieht es dann so im Bauch rein. Nobelsausen, haben wir das noch. Ihr wart's. Wie sagt man, Jugendfreier. Ja. So schau her. Da kriegst du Brezen. Super, super. Du magst ein Wasser, Apfelschorle, ein Bier habe ich auch dabei. Was magst du am lieber jetzt? Auf den Schreck. Ich mag gern. Ich würde mit dir einen Schluck Bier trinken. Ich trinke noch mal keinen Alkohol. Du trinkst noch mal? Nein, gar nicht. Nein. Aber jetzt nach dem Schrecken, oder? Warte mal. Alter. Die gehen auch da, schau, das ist auch nicht blöd. Ja, ja, die haben auch ein bisschen die. Bei dem Wind ist es wirklich schwierig. Also da auf dem Gipfel hinauf, das hätte ich mir jetzt auch nicht traut. Na, wie die da oben, wie sagen, schau, nein, ich kann gar nicht hinschauen. Allein schon vom Hinschauen, wenn der andere da oben geht. Ehrlich, ist das ja, schön, dann? Ich bin was magst du, das Flaschen oder das Glasl? Nee, ist das gut. Nimm okay. Das Flaschen. Dreh bloß so rum, genau. So ist gut? So ist gut. Jerry, auf dich. Hey! Ich hoffe, ich hab dich da nicht zu viel zugemutet. Nein. Okay für dich? Ich bin so sehr gefreut auf die Geschichte. Ja. Wirklich. Du, da lassen wir uns ja nicht von 10 Windstärken wegblasen. Nein. Obwohl mir richtig der Reiz geht. ehrlich, ohne Scheiß. Okay. Aber ich will mir das jetzt auch mal antun, weil vielleicht das nächste Mal einfach nicht mehr so wild. Weißt du, Mann? Vielleicht. Hey, auf dich erst einmal. Auf dich. Und auf die Überwindung deiner Angst jetzt erst einmal. Du machst. Senf? Bisschen, ja. Okay. Die mache ich selber, wenn du das fragen willst. Ja. Aber das ist das Einzige, was ich kann. Geht. Ich meine kochmäßig. Du hast Koch gelernt. Ja. Als junger Kerl, gell? Ja. Mit 16 oder 15 oder ja, 15 bis 18. Auf Betreiben deiner Oma, glaube ich, eher, oder? Ja. Die wollte das unbedingt, dass du das machst. Die wollte einfach, dass ich was gelernt habe. Irgendwas Gescheites sozusagen. Ja. Ja, hast du die Ausbildung zu Ende gemacht, Koch? Dann? Mhm. Ja? Mhm. Und da war die Oma stolz. Absolut. Hat er das taugt? Wolltest du wirklich Koch werden? Nein, überhaupt nicht. Nein. Aber ich hab's gemacht, weil ich einfach der Oma fallen wollte. Ich wollte einfach, dass die Oma auf mich stolz ist. Mhm. Und das war's ja dann auch. Was wolltest du werden als Bub? Hat es da Träume gegeben? Ich hab mir nichts zugetraut. Überhaupt nichts zugetraut? Das heißt, du hast gar keinen Plan gehabt? Nein. Hast du damals schon gedacht oder irgendwo nur geahnt, ich könnte mal ein Star werden? Nein. Einer, der vor Tausende von Leuten sind? Ganz weit weg. Meine Oma hat zwar immer gesagt, wenn wir in Musikantenschule geschaut haben oder auf Los geht's los damals. Okay. Da könntest du drin sein. Was habe ich gesagt? Ja, immer. Immer. Und du hast da gedacht, oder? Ja, wie soll ich das schaffen? Wie soll ich denn da reinkommen? Ich habe da keine Chance. Wie soll ich denn die Chance? Wo soll ich denn die Chance kriegen? Aber ich hab mir das nicht zutraut. Nie. Gar nicht. Nie. Niemals. Never. Hey, das ist so irre, wie du da sitzt und mit mir redest. Über diese Ängste und über das alles. Du hast 16 Millionen Tonträger verkauft. Du bist ein richtig großer da. Das weißt du ja. Nein. Bist du doch, das weißt du, Gary, oder nicht? Nein. Ein Schmarrn, das weiß also, man schon. Nein. Oh, meine Güte. Aber ich weiß nicht, warum ich so viel. Wo ich, weißt du, wenn ich auf der Bühne stehe, habe ich ja keine Angst. Das ist echt so ein Rätsel. Und bei solchen Sachen, ich weiß nicht, was das ist. Ich kann das überhaupt nicht nachvollziehen. Überhaupt nicht. Ich weiß nicht, warum. Du, es ist, wie es ist. Es ist, wie es ist. Und es ist okay so. Da gibt es noch Paprika, damit du ein paar Vitamine kriegst. Du bist, wie alt warst du da? Du bist irgendwann abgehaut und bist einfach weg. Ja. Da warst du 16, 17, 18? Nein. Um die 16 rum, oder? Nach der Lehre. Ich glaube, dass das nach meiner Lehre war, ja. Und die Lehre war ja mit 18 aus. Ja, dann bist du mit 18 weg von der Horn, von den Großeltern. Einfach abgehauen.
Ich war ja schon mit 15, ich war ja schon eigentlich mit 12 weg, weil ich war im Internat. Ach, du warst im Internat, dann warst du schon gar nicht mehr daheim. Und ich hab so Heimweh gehabt. Ich hab so wahnsinnig Heimweh gehabt. Ehrlich? Aber nur nach der Oma. Nach der Oma? Ja. Du hast keine Angst, flieg nicht weg. Alter Falter! Alter Falter! Alter, ist das wurscht, gell? Wir schauen jetzt da runter, okay? Ja. Und reden miteinander. Ja. Und du stellst dir vor, wir sitzen in der Wirtschaft. Oder wo bist du denn am liebsten? Daheim. Bei dir daheim? Ja. Okay? Und ich hab bei dir daheim aufgekocht, so schaut's nämlich aus. Und dann ratschen wir. Und dann bist du abgehauen. Da war ich drei, vier Monate unter der Brücke, also so sinnbildlich. Ja. Tatsächlich? Kein Geld, kein gar nichts. Weil ich mir einfach eingebildet habe, was ja schon Anzeichen von dem gegeben hat, dass einfach mich keiner mag. Ja. Keiner will, keiner braucht. Ja. Und dann hast du den Ding dann gehen ja gleich gehen. Ja. Warst du einsam? Sehr? Voll. Magst du Salz dazu? Ja. Da auf der Straße. Das heißt, du hast wirklich unter, wo hast du geschlafen? Unter Brücken oder was? Unter Brücken, in Kellern. Wo der Nana gesagt hat, da war ich einmal am Bahnhof geschlafen. Ja. Wo der Nana mal gesagt hat, schau, da liegt der Penner. Das habe ich gehört. Ich bin unter den Decken gewesen. Man hat mich nicht gesehen. Und der hat gesagt, wow, da liegt der Penner. Da bin ich dann aufgewacht und bin dann langsam, das hat aber auch wiederum ein paar Monate gebraucht, wiederum in die andere Richtung gegangen. Hey, aber du musst ja ein, zwei Jahre auf der Straße gelebt haben, oder? Also schon. Ungefähr. Zeit. Ja. Direkt waren es 3 Monate. Direkt 3 Monate. Aber mit dem das Vorher, das Nachher, ja. Das war sicher ein halbes, dreiviertel Jahr. Wow. Also richtig als Obdachloser gelebt? Als Penner. Nimmt man da, trinkt man da, sauft man da? Nein. Nicht. Ich wollte nie. Ich wollte kein Gauner sein. Das war ich nie. Ja. Und ich wollte nicht trinken und ich wollte auch nicht Drogen nehmen. Hast du nie gemacht? Nein, weil ich durch die Epilepsie habe ich da ein bisschen eine Vorprägung, oder? So eine Angst. Ja, weil einfach das war mein Glaube, dass das dem nicht gut tut. Okay. Und deswegen habe ich da ein bisschen Angst gehabt. Das hast du durchgezogen, ja. Auf der Straße? Ja. Boah. Bleib bei mir. Alter. Wow, Alter. Der Wind macht sowas, gell? Ja, ist zack. Was passiert da im Bauch? Ja, ist kein gutes Gefühl. Ja, echt kein gutes Gefühl. Du musst sagen, dann. Dir ist das wurscht, gell? Mir macht es gerade nichts aus. Also der Wind ist unangenehm, weil er so stark ist. Machen wir dazu. Boah. Aber kann man nicht unter uns sagen, ein bisschen weiter runter gehen, weil ich glaube, die Leute werden uns nicht böse sein, wenn es gemütlicher ist. Dann wäre das okay für dich. Ja, total. Du, dann packen wir zusammen, setzen wir uns weiter unten. Wäre das nicht okay für dich? Jetzt haben wir sie eh durchgezogen. Dabei. Genau. Ja, ja. Was für ein Sturm. Das war jetzt schon Zach, oder? War Zach. Ich dachte echt, ich mir zuerst gedacht, ich halte das aus. Ja. Alles wäre cool. Ja. Komm, jetzt hocken wir uns da her. Jetzt ist es auch schon wurscht, oder? Ja, das ist ein Netzbankler. Ja, schön. So. Ah. Magst du noch Fleischpflanzen? Oder waren da die ja. Schon? Nein, die waren sehr gut. Schau her. Die waren richtig gut. Brotzeit Teil 2. Bier habe ich dir da hergetan. Danke dir. Du sag mal, wann bist du eigentlich dann ernsthaft? Jetzt haben wir sie eh durchgezogen. Genau. Boah, Alter, was für ein Sturm. Das war jetzt schon Zach, oder? War Zach. Ich dachte echt. Ich hab mir zuerst gedacht, ich halte das aus. Ja. Alles wäre cool. Ja. Komm, jetzt hocken wir uns da her. Jetzt ist es auch schon wurscht, oder? Ja, das ist ein Netzbankler. Ha? Ja, schön. So. Ah. Magst du noch Fleischpflanzen? Oder waren da die ja. Schon? Nein, die waren sehr gut. Schau her. Die waren richtig gut. Brotzeit Teil 2. Bier habe ich dir da hergetan. Danke dir. Du sag mal, wann bist du eigentlich dann ernsthaft
in Beziehung kommen zur Musik? Weil bis jetzt haben wir von einer Kindheit, da hat Musik praktisch keine Rolle gespielt. Warte, ich tue das schnell hinten runter. Ich kann mir das auszeichnen, weil das ist mir jetzt warm. Ja, das ist warm, gell? Das Mädchen, ja, das Mädel, sagen wir. Das Mädel? Was mich, sagen wir auch. Wo ich auf der Straße gelebt habe, dann rausgezogen hat, im weitesten Sinne, weil sie gesagt hat, hey Alter, du musst irgendwas tun. Die habe ich sehr geliebt, also sehr. Mein Leben haben wirklich 5, 6 Frauen entschieden insgesamt. Ja? Und da war die Michaela eben auch dabei. Und die ist so auf Janis Joplin gestanden. Ich war so ein Riesenfan von Janis Joplin, aber eben auch von diesem Lied Me and Bobby McGee. Wunderbare Nummer. Sag dir das was? Natürlich, habe ich selber schon gespielt. Was a friend in Van Rouge, waiting for a train. He must feel in here, must feel in as my jeans. Ja, super Nummer. Super Nummer. Ja. Es war blöderweise irgendwann einmal aus mit ihr, weil ich auf die Seiten geschaut habe. Und dann habe ich sie auf eben. Auf die Seiten geschaut, du hast ja eine andere gehabt. Ja, auf die Seiten geschaut gehabt. Seiten geschaut. Sag mal bei uns. Ja, ja, ah, auf die Seiten geschaut, ja, ja. Dann habe ich sie eben zurückgewinnen wollen, weil sie mir echt wirklich sehr viel wert war. Ja? Mhm. Und habe dann diesen Song schon bei einem Kroker-Wettbewerb gesungen für sie. Ach so, das ist Me and Bobby McGee. Ja, genau. Und dann bin ich draufgekommen, weil eben so viele Leute, die was vor Ort waren, applaudiert haben. Ich sogar meine Ex-Freundin wiederum zurückgewinnen konnte. Über die Musik, über dieses Lied. Aber nur für einen Abend. Aber trotzdem, ich habe sie zurückgewonnen. Aber da ist für mich entschieden worden, dass ich was kann, wo ich vorher nicht wusste. Okay, da bist du erst draufgekommen. Ja. Und das war in dieser Obdachlosenzeit fast, oder kurz danach? Nein, es war so ein Jahr danach. Okay, mit 19 so? Ja, 19, 20, ja. Da bist du erst draufgekommen, dass du Leute beeindruckst und ja, dass genau. Du dich da hinstellen kannst? Ja, genau. Du, und dann, wenn es noch nicht genug gewesen war, hast du dann mit 19 nochmal eine Diagnose gekriegt? Hodenkrebs damals. Mhm. Wenn man mit 19, nach der Vorgeschichte, die du gehabt hast, erfahrt, man kommt gerade von der Straße runter, aus der Obdachlosigkeit wieder, und versucht, Fuß zu fassen. Und dann kriegt man die Diagnose. Hodenkrebs, das ist ja fürchterlich. Ja. Was hast du gedacht? Ich hab mir gedacht, dass der einen Schmäh macht. Dass die dir verarscht? Ich hab mir echt gedacht, dass der verarscht, ja. Ich hab das überhaupt nicht geglaubt. Und dann? Hast du gewusst, dass das ist so? Das war gleich 2 Sekunden später, weil er gesagt hat, ich muss da bleiben, weil ich muss die Operation gleich machen. Sofort? Ja. Das war eine Diagnose und du hast sofort bist du operiert? Ja. Also 3, 4 Stunden danach. Boah. Und dann? Ja, dann war das, wenn man es so haben will, ein einschneidendes Erlebnis. Ich muss den Humor einbringen, weil ich will eigentlich nicht. Weißt du, du musst nicht rumwuseln. Nein, bei mir ist es ja so, ich habe so viel jetzt drehen können in meinem Leben. Ja. So viel. Weißt du, ich bin kein Sumser mehr. Ich bin außer halt, wenn es so hoch ist und wenn der Wind geht. Sumser, erklär mir das Wort. Sumser heißt. Kein Jammerer. Nein. Okay. Das bin ich überhaupt nicht mehr. Ich bin echt in meiner Kraft, ich bin echt bei mir. Ja, ja. Ja. Und ich habe aus dem Minus, was in meinem Leben einfach auch sehr viel vorgekommen ist, tatsächlich ein Plus gemacht. So schlimm die Situation in meinem Leben früher war, ja. Ich bin heute froh, dass es mir passiert ist, weil heute kann ich weitaus besser mit dem umgehen. Mit dem Erfolg und auch umgehen, oder? Und mit dem Rummel. Mit Menschen, allem, ja. Mit Leben, mit Seele, mit allem drumherum, okay. weil ich das erleben habe dürfen. Das mag jetzt vielleicht dem Zuhörer, Zuseher oder den Leuten, die was jetzt draußen sitzen, sagen, verstehe nicht. Weißt du, was ich glaube, dass das ganz viele Leute verstehen? Ich glaube, dass das mehr verstehen, als das nicht verstehen. Das kann sein. Ich will eigentlich nur Leuten Mut machen, auch wenn es noch so scheiße ist. Ja. Es kann trotzdem irgendwo. Es gibt immer eine Lösung. Das wirklich, ich sage mal fast immer, weil es gibt natürlich auch Momente, wo der Herrgott sagt, nein, du kommst zu mir jetzt. Du kommst zu mir, dann ist vorbei. Das heißt, aber bei dir, diese Lösung, von der du sprichst, ist ja dann auch wirklich, guck mal, weil du, eigentlich war zu dem Zeitpunkt mit dem Hodenkrebs, hat man gedacht, gut, der Kerl ist jetzt, das schafft er nicht mehr, weil es ist einfach zu viel passiert. Ein Jahr später singst du dieses Lied, Anton aus Tirol. Das haben sie doch angeboten, oder? Es war ein paar Jahre noch. Ein paar Jahre noch. Das stimmt, aber die Geschichte war so, ich war im Jerzens in einer kleinen Diskothek. Und hast du aufgelegt? Und dann habe ich aufgelegt und dann ruft mich einer an. Und dann sagt der Anton aus Tirol. Dann sage ich, das ist jetzt gar nicht meins. Also überhaupt nicht meins. Ja.
Weil ich wollte einen deutschen Rock machen. Ich wollte ja Rockmusiker werden. Ja, weil ich habe eine sehr raue, hohe Stimme. Mhm. Ja. Und dann bin ich zu meiner Oma runtergefahren. Das heißt, Abi heißt, Herzens ist da, Pitztal ist da und da ist jetzt toll. Ja? Bin ich zu meiner Oma gefahren und habe das vorgespielt. Und ich wollte eigentlich nicht den Anton aus Tirol, sondern ich wollte die kleine Kneipe in unserer Straße. Ja. Und dann habe ich die vorgespielt und dann habe ich den Anton vorgespielt. Dann sagt sie, na, der Anton ist ein Hit. Das ist echt super. Hat deine Oma gesagt? Ja. Nein, das musst du machen. Dann sage ich, mir gefällt das andere viel besser. Dann sagt sie, nein, du musst den Anton machen. Wieder die Oma? Wieder die Oma. Und dann habe ich gesagt, okay, ich habe nichts zu verlieren, weil ich habe echt Schulden gehabt, ich habe nichts, ich habe meine zwei Sachen gehabt. Mhm. Ich war zwar ein erfolgreicher DJ, aber ich habe halt nicht gespart. Lebt halt. Genau, ja, nicht wirklich, aber es war halt nichts mehr da. Und dann habe ich das eingesungen und dann ist einmal dreiviertel gar nichts passiert. Mhm. Aber wirklich nichts. Gar nichts. Keine Reaktion. Gar nichts. Und dann war ich noch in der Türkei, da habe ich gespielt. Als DJ? Ah, als DJ. Ja. Wow. Ja. Und dann haben sie mich gerufen, dass eben die DJs alle in Österreich dieses Lied spielen. Und ich habe mir gedacht, ja, super, freue mich. Ich war immer noch nicht drin in der Geschichte. Ja. Weil ich bin schon toll, aber ich bin nicht schön. Also es gibt viel schönere Menschen als für mich. No. Du bist schön. Danke, Schatz, was denkst du? Ja, ja, nein. Bleib am Boden. Okay, da fangen wir schon wieder. Ich hol zu weit aus. Aber na, und dann auf einmal war das ein Hit? Ja, auf einmal war es nicht. Ja, es war ein Mörderhit. Und dann ist es abgegangen. Aber wie? Und auf einmal warst du da. War dir bewusst, was da passiert? Nein. Weil das ist ja dann ganz. Dann war gleich dieses Hey Baby oder. Nein, jetzt war mir alles nicht bewusst. Alles, das alles waren ja Hits. Ich glaube, Hey Baby war ja in verschiedenen Ländern Nummer 20 Charts. Das war echt groß. Das war echt groß. Das war echt groß. Also richtig groß. Der Anton war schon sehr groß. Aber Hey Baby war 7-mal größer. Wie viele Millionen hast du verkauft von der Schein? Nur von meinem Baby 9 Millionen. 9 Millionen von dem einen Ding. Dann ist ja da gekommen, wo du deine Frau kennengelernt hast. Die Sonja. Ja. Da warst du relativ, da warst du sehr erfolgreich in der Zeit, gell? Ja. Und sie war Musikproduzentin? Nein. Damals noch nicht? Nein. Sie war die Tochter von Leuten, die Hertha und der Ottmar, die was Diskotheken gehabt haben. Okay. Und ich habe dann einen Auftritt gehabt und ich bin zu spät gekommen. Aha. Und die hat mich zusammengeschissen. Die hat dich zusammengeschissen? Mich scheiße keiner zusammen. Also zu der Zeit nicht. Zu der Zeit nicht, ja. Und dann habe ich mich 3 Monate nicht gemeldet danach. Aber ich wollte nur mal viele Mädels haben, sondern weil einfach das war toll, es war super. Mhm. Sondern ich wollt wem für mein Herz haben. Eine Heimat. Genau. Und das habe ich bei der Sonne gefunden. Bei der Sonne. Bist du eigentlich dann sicher gewesen, das ist die Frau, mit der ich zusammenbleibe? Weiß ich nicht. Ich habe mir einfach gedacht, das passt, weil ich habe ein gutes Gefühl gehabt. Sie war ein sehr hübsches Mädchen, ist sie heute noch. Sie war sehr, sehr gescheit. Mhm. Weil sie hat das gekannt, was ich nicht gekannt habe. Mhm. Sie ist mehr sachlich. Mhm. Sie ist straight. Ja, sie ist, okay. Und das tut mir sehr gut. Ja. Also sie ist total anders wie ich. Du bist ein totaler Bauchmensch, oder? Ja, sieht man nicht. Du warst nicht gemeint. Deswegen von der Kringer. Mein Gott. War Spaß. Nein, aber die. Du entscheidest im Zweifelsfall nach deinem Bauch. Absolut. Also nach deinem Gefühl, nach deinem Herz. Genau. Euer Hoch, auch viel auf meinem Bauch. Das ist mein zweiter Kopf. Mhm. Du sagst, es sind 5 Frauen dabei gewesen, die dein Leben im Wesentlichen mitentschieden haben. Ich glaube, die jüngste von denen ist deine Tochter, oder? Ja. Dann sind 6. Dann sind 6. Die ist jetzt 15, die ist 2002 geboren, gell? Am 17. September um 10.25 Uhr. Das weißt du ganz genau. Ja. Da schnaufst du. Und wie war das? Warst du dabei bei der Geburt? Ja. Und was ist das für ein Erlebnis gewesen? Ein tolles. Schön, oder? Ja, außergewöhnlich. Echt. Spektakulär. Also ich war echt. Ich kann es nicht beschreiben, weil es einfach so toll war. Ja.
dieser Gang, diese Wanderung von dir auf dem Jakobsweg von Porto, das ist eine wunderschöne Stadt in Portugal. Unvorstellbar. Unvorstellbar. Also ehrlich schon? Ja, ich war da schon. Du machst jetzt Schmäh jetzt? Nein, ich war 5 Tage in Porto und habe mir das angeschaut. Aber schön, gell? Wunderschöne Stadt. Boah. Und von Porto bist du eben zu Fuß da diesen Jakobsweg gegangen. Ja. Warum? Also was hat dich dazu gebracht, dass du losgehst? Um das abzurunden, was mir alles passiert ist. Um aus diesem Minus, was mir passiert ist, ein Plus zu machen. Ja. Um die Geschichte rund zu machen, um das abzurunden. Ja. Ich habe den Traum echt seit sicher 12, 15 Jahren im Kopf, in meinem Herzen, dass ich das machen muss. Weil dann erkenne ich das, was wichtig und wertvoll und reduziert, was auch immer. Dann sehe ich das mit anderen Augen. So war das so meine Vorstellung. War deine Vorstellung. Und vieles ist in dem Sinne eher eintroffen. Aber erstmal ist das auch eine harte Zeit, oder? Also beziehungsweise physisch ist es ja Wahnsinn, wenn man einfach mal losgeht und geht jeden Tag etliche Kilometer. Hast du trainieren können vorher? Hast du dich vorbereitet? Nein. Ich hab keine Zeit gehabt. Ich war gerade auf Tour mit dem Florian. Ja, echt keine Zeit gehabt. Oder? Und dann bist du einfach los? Ja. Und da, aber da musst du doch blasen gehen, da muss man doch Gewicht verlieren, da ist man doch vollkommen fertig, oder? Nein, das Gewicht habe ich nicht wirklich verloren. Das ist ja schon Zeit, her wieder. Ja, das stimmt. Blasen habe ich auch keine gehabt, weil ich gute Schuhe gehabt habe. Okay. Und sehr viel mit. Das ist schon. Aber Blasen habe ich keine gehabt, okay, weil ich Hirnstark eingegeben habe. Schmerzen habe ich jeden Tag gehabt. Am Abend halt. Ja. Und um dann gehen, aber dann habe ich halt Pause gemacht. Und dann ist es gegangen wieder. Ja. Du warst mit deiner Cousine unterwegs. Ja. Und ist es so, hast du was erkannt? Ob man da Erkenntnisse, die man vorher nicht gehabt hat? Na, ich bin durch diesen Weg nicht mehr wirklich so ein Suchender, weil ich war immer ein Suchender, sondern ich weiß ganz genau, wo ich hin will. Ich erkenne meinen Wert, weil ich immer an mir sehr, sehr gezweifelt habe. Ich zweifle heute immer noch, aber nicht mehr so wie früher. Okay. Ich bin ruhiger. Aha. Ich versuche Situationen in dem Sinn zuerst einmal abzuchecken und mal die anderen Leute entertainen lassen, weil früher habe ich immer ich entertaint und dann habe ich immer halt gemeint, das Kind, das kam noch aus der Schulzeit, dass ich ihm den klar machen muss. Mhm. Aber das muss ich alles nicht, weil ich einfach lieber einmal zuerst beobachte und dann mich öffne oder eben auch nicht öffne. Mhm. Und ist das auch was ja viele Pilger sagen, dass sie dort ihren Glauben wiederfinden oder eine andere Art, eine direktere Art des Glaubens finden plötzlich? Ich glaube, ich habe vorher nicht weniger geglaubt als wir nachher. Aber ich habe Momente erlebt, wo ich dem sehr nachen war. Sehr, sehr nachen, weil einfach auch du alles anders riechst, weil du eben so bewusst gehst. Und dem Herrgott so nachen zu sein, zu dürfen, ja, ist echt was. Was Außergewöhnliches. Also du bist in Momenten einfach drinnen, wo du einfach sehr, sehr glücklich bist. Sehr, weil du das machen darfst, ja, weil du dem begegnen darfst, dieser Situation. Ja. Und das war sehr, sehr toll. Ging einem in solche Momente des Glücks dann? Sind da deine zwei Frauen abgegangen? Also die Sonja und die Lisa Maria. Also, möchte man sowas teilen? Mit denen, die ja, auf jeden Fall. Aber ich hab zu Sonja gesagt, gerade vor 2 Tagen, du brauchst mir Weihnachten nicht schenken, du brauchst nur mit mir, weil ich gehe den Weg nächstes Jahr wieder. Ja. Ich würd mich so wahnsinnig freuen, wenn du mit mir den Weg mitgehst. Und vielleicht geht die Lisa auch mit, weil das ist das wäre das größte Geschenk. Also sie braucht mir Weihnachten gar nicht schenken, sondern nur, ich meine, das ist sehr groß. Also wenn man sich zeigt, das ist ein großes Geschenk. Weil sie arbeitet sehr, sehr viel im Büro und macht echt einen super Job. Ich bin sehr, sehr froh, dass ich sie habe. Und dass sie sich 2 Wochen ausnehmen könnte, das ist schon ein großes Geschenk. Also es wäre für mich ein großes Geschenk. Ein großes Geschenk. Du, mach zu. Auf den Weg, gell? Mhm. Sieht man ja tausende von Pfeilen. Gelbe Pfeile. Pfeile? Ja. Jakob, die den Weg markieren. Genau. Mhm.
Und ich bin in Santiago gewesen und bin dann nochmal zurückgefahren, weil da ein älterer Herr, der ist ein bisschen rumgegangen, der hat so Sachen, Umhänger gestanzt. Und weil ich mich auch vorbereitet habe heute und weil ich mir die Sendungen allein geschaut habe und die, die ich als wirklich wertvollen Menschen empfinde, habe ich mir gedacht, dass ich das am Pfeil mitgebe. Oh mein, am Jakobsweg-Pfeil. Aber das ist wirklich was Besonderes, also für mich halt. Ich habe nur drei von denen. Einen habe ich jetzt gerade mitgegeben, da ist ein Freund von mir gestorben, der hat das mit ins Grab genommen. Hey Alter, ich danke dir. Ich schätze es sehr wert. Danke dir. Mir ist es, ich bin nur wegen dem Pfeil nochmal zurückgefahren zu dem alten Herrn. Boah, mein Wischi. Danke dir. Danke dir. Gerne, Werner. Geri, was wünschst du denn für die Zukunft? Was sagst du, das hätte ich gerne erreicht. Das darf ich mir wünschen für meine Tochter, für mich, für meine Frau. Ich sag einmal so. Ich lebe eher im Jetzt. Mhm. Und alles, was passiert, wichtig war, es war wahnsinnig schön. Es wäre echt toll, wenn meine Lieben oder alle die Leute, die was wir mögen, ja, einfach auch gesund bleiben. Das Einzige, was ich mir wünschen würde. Einzige, was du dir wünschst. Ja, weil alles andere, wenn ich gesund bin und fleißig bin, dann geht es schon irgendwie. Und ich bin ein fleißiger Bursch. Sonja hilft mir da sehr. Ja. Und das ganze Team. Und ich liebe das, das, was ich mache, das ist mein Leben. Also, was soll ich mir denn wünschen? Ich will eigentlich nur, dass ich gesund bleibe. Ja. Weil dann kann eigentlich nicht wirklich was passieren. Geri, du hast auf deiner letzten Scheibe, ja, die heißt von Herzen. Ja. Und da sind für dich, von meinem Hören, ich habe jetzt nicht alles von dir im Kopf, aber von, sind sehr, sehr besinnliche Sachen drauf, was für mich neu war. Ja. Nummer 13 auf der Scheibe. Lebe deinen Traum. Text ist von dir. Ja. Die Kollegen haben es raufgetragen. Ich danke dir. Diesmal haben wir es uns tragen lassen. Ich war mir nicht sicher, ob du magst und ob ich es überhaupt. Probieren, weil wir haben es nicht geprobt. Wir haben es überhaupt nicht gespielt. Aber es ist, soweit ich gehört habe, gestern auf Nacht ist es eine D-Dur. Die Grundtonart, gell? Probieren wir. Lebe deinen Traum. Ich fange jetzt einfach mal an, was ich gehört habe, und dann schauen wir mal, was da rauskommt. Weil du anders als sie bist, haben sie dich ausgelacht. In ihren Augen hast du zu viel Fantasie. Du bist ein Träumer, du wärst sonderbar, haben sie gesagt. Ich sag ein Segen, dass du nicht so bist wie sie. Bitte bleib so wie du bist, bleib so besonders. Auch wenn tausend Leute sagen, mach es anders. Lieb deinen Traum, hör auf dein Herz, dir kannst du vertrauen. Lieb deinen Traum, träumen, das weiß ich, ist alles zutrauen. Perfekt. Hey, wunderbar. Danke dir, Geri. Super Song. Danke dir. Ich danke dir. Echt. Ich wünsche dir das, dass du deinen Traum leben kannst. Absolut. Jetzt und in aller Zukunft. Danke dir. Danke fürs mit draufgehen. Auf dich. Hat mir selber taugt. Wirklich, es war echt, es hat mich echt erfüllt heute. Mir auch. Echt. Und jetzt musst du leider mit dem Apfelschorle anschließen. Oder weißt du, was wir machen könnten? Ein Minischluck Bier für jeden. Minischluck. Ich weiß, du trinkst nicht viel, aber so? Ich trinke gar nichts normal. Aber mit dir, hey, schau's an. Auf unser Treffen. Schönes Lied. Danke dir. Danke dir, Geri.